Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Darkness Falls Mod. Wie dem einen oder anderen aufgefallen sein wird, habe ich etwas auf der, an der Auflösung geändert. Und zwar war mir das gar nicht bewusst, aber viele gucken halt auf Handys und auf Tablets und da ist diese Auflösung sehr, sehr unvorteilhaft gewesen. Und auch ich komme eigentlich gar nicht nach bei dem Rendern der Qualität, ne? Also es ist sehr, sehr zeitintensiv, diese Auflösungen zu bearbeiten. Ich hoffe, wie gesagt, dass Zeit um einiges angenehmer sein wird. Und auch es ist, glaube ich, auch angenehmer für die Leute, die Folgen zu schauen, die kein Widescreen haben, ne? So, ich hoffe mal, dass das hier alles so funktioniert, wie wir das hier angebaut haben. Aber hier hinten tut sich momentan gar nichts. Das Mais hatten wir ja alles abgeerntet. Das Mais, den Mais, ne? Davon brauchen wir jetzt gerade nichts. Weiß auch gar nicht jetzt, wie spät es ist. 12 Uhr, können wir noch was unternehmen, ne? Dem einen oder anderen weiß ich nicht, ob diese Information schon angekommen ist. Also es klopft so ganz langsam, aber sicher die Alpha 19 vor der Haustür. Deswegen weiß ich nicht, mal schauen, wie viele Folgen wir hier noch machen. Ganz kurz einmal überschauen hier, wie viele Folgen wir hier noch machen. Ich denke mal, es wird dann, glaube ich, jeden mehr interessieren, was unsere Alpha 19 dann so alles Schönes mit sich bringt. Ne? Aber wir werden sehen. Solange wie wir können, solange wir Lust haben, machen wir noch. Und dann schauen wir alles andere. So, einmal Bestandsaufnahme machen. Okay, hier wird noch Munition hergestellt. Das machen wir ganz kurz einmal leer. Hier wurde auch und die Schrotflintenmunition hergestellt. Das sieht ja schon mal alles sehr, sehr schön aus. Hier füllen wir einmal auf, ne? Dann gehen wir einmal in den Keller. Also ich freue mich dann schon auf die Alpha 19, ne? Schön Vanilla. Mal wieder, schon lange nicht mehr. Gucken wir mal, was da so Schönes passiert, ne? Da kommt viel Neues, ne? Das kann man so alles, das ohne dass man den Text jetzt nicht vor Augen hat, alles gar nicht aufzählen, ne? Was da kommt. Also hier wird Schießpulver gemacht. Hier wird auch noch Schießpulver gemacht und hier sollte Plastik gemacht werden, ne? 8 Minuten noch. Na ja, gut, aber so lange warten wir jetzt nicht. Was ich eigentlich auch nicht so bedacht habe, ist, das war, wir haben ja hier Hordennächte alle 14 Tage. Wird sehr langweilig sein für den einen oder anderen, ne? Mir immer noch zuzugucken, wie ich hier looten gehe und so weiter und so fort. Wird sich das nächste Mal auch ändern. Aber ich stehe ja auch gerade erst am Anfang, was YouTube und das Aufnehmen von Videos angeht. Bin auch gerne noch lernfähig, falls der eine oder andere noch einen schönen Tipp für mich hat, nehme ich das auch gerne noch mit. So, es ist 12 Uhr. Wir haben ein bisschen Munition mit. Was stellen wir denn mal an? Wir fahren mal. Mal gucken, welches Gebäude uns jetzt gerade anspricht. Jo, Endgegner. Versuch schon wieder gerade umgeschaltet, ne? Mit Maus und Tastatur war ich gerade am linken und gleichzeitig, also ne, mit Tastatur am drücken und tut sich nichts und dann mit Maus und das ist dann halt alles zu spät, ne? Welches Gebäude hätten wir denn jetzt lusten? Hier waren wir zuletzt drin. Ich glaube, für das Gebäude haben wir sicher genug Munition mit. Ne? Ich glaube, da hätten wir vorsichtshalber ein bisschen mehr. Kommt, wisst ihr, was machen wir jetzt einfach mal das Hotel hier, ne? Das schreit doch förmlich danach. Nimm mich.
lassen wir natürlich nicht stehen. Ne? Okay, da ist Action drin. Hier ist der Haupteingang. Ne? Dann sollten wir das Auto vielleicht damit hinnehmen. Macht da mehr Sinn, wenn wir das Auto damit hinnehmen. Schöne Ferale kommen uns jetzt auch hier entgegen, ne? Da noch einer. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, nur noch Ferrari hier rumlaufen. Bums, ne? Missing. Rein. Was ist? Ich glaube, die zerlegen wir jetzt gleich auch immer Missing, ne? Fertig. Ich glaube, mit der normalen Munition werden wir nicht mehr weit kommen. Das Einzige, wo wir die vielleicht allerhöchstens reinhauen können, ist bei uns in der Falle für Turrets, wenn wir denn soweit sind, ne? Da Turrets aufstellen wollen sollen. Ja, ich habe dich gesehen. Komm gleich. Komme gleich. So. Jo, was hat er denn der Arme? Das sind Cars, ne? Verändern. Ja, nehmen wir das mit dich jetzt hier, ne? Bist du erstmal jetzt, was die Farbe. Ist bestimmt, die kann man hier auch mal draufziehen, ne? Haben wir mal uns gebastelt, haben wir mal mitgenommen. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht einen oder anderen Zombie, wenn wir leise sind. Das Zeichen da unten, das ist neu. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das gelbe Auge da unten jetzt das erste Mal auffällt. Oder ob es wirklich neu ist. Da müsste ich jetzt echt lügen. Also da unten das mit den Balken, ne? Das ist klar, das kennen wir. Aber das gelbe Auge, das ist doch neu. Aber hat es irgendwo ein offizielles Update gegeben? Korrigiert mich, falls ich jetzt irgendwie falsch liege oder so was ähnliches. Ihr müsst vielleicht mal in anderen Videos gucken, ob da beim Schleichen irgendwas aufgefallen ist. So, wir machen Etage für Etage, ne? Ich glaube nicht, dass wir das alles auf einmal schaffen. Das glaube ich irgendwie nicht. Ups. So, mit.
Hier waren die anderen. Ganz kurz. Was jetzt mit in der Aufnahme? Aber kommt. Bitte jawohl. Ach, 1 Millimeter zu weit rüber. Hoffe ich jetzt nur, dass es noch passt mit dem Auto, wenn man dann fährt. Ne? Werden wir gleich sehen. Warum haust du denn jetzt immer da drauf? Also wir gehen nochmal mal ganz kurz gucken, ob das jetzt mit dem, mit meinem Logo passt, ja. Sorry Leute, aber. Ewald Sabbat. Und so viele gucken die Videos ja auch noch nicht. So. Sorry, ganz kurz dafür so. Aber müsste sein. Hat mir gerade selber nicht gefallen. Dass gerade alle so nicht kriegt, was hier gelootet wird. Ja, komm. Noch einer. Junge. Größe ist nicht alles. Größe ist nicht alles. Wieder, ne? Mir auch noch eingefallen ist, ob die Turrets hinten stehen lassen. Die könnte man beim Händler verscheuern. Ne? Ja, die lassen wir mal. Die lassen wir mal. Kann man beim Händler loswerden. 150 Glocken. Ja. Weil jetzt irgendwo draußen rum, ne? Also ich hasse Überraschungen, ne? Geh ich gerne dann immer gucken. Power zu haben, ne? Schleichen, schauen wir mal. Wenn wir in den Genuss noch kommen, ne? Hat er mal verbaut. Gehen wir jetzt ganz einfach mal und gucken, ob wir hier. Da wollen wir mal rein drin, ne? Bin ich gerade noch da wieder. Was? Vierfach. Schleichenbonus vierfach, ne? Ich weiß bestimmt, warum das da unten gelb ist, Leute. Durch die Jägerfunktion. Garantiert durch die Jägerfunktion, dass das da unten gelb ist. Das hatten wir halt noch nicht gesehen, weil wir noch nicht damit unterwegs waren. Ne? Das war ja unser neuer Beruf. Macht gerade schon Krach, Kollege hier, ne?
Rote Farbe nehmen, rausholen. Weg, und gleich wieder. So, gehen wir hier erstmal. Paar mechanische Teile mitnehmen. Bilder abbauen. Also man spielt jetzt ein bisschen ruhiger, muss ich ganz offen ehrlich zugeben, wenn man weiß, naja gut, es ist bald Ende naht, ne? Leider Gottes, also mir macht die Dark Souls halt riesen Spaß, aber Salah? Ja, das war so klar, Alter. Aber man freut sich dann auch schon auf die neue, ne? Auf die 19er. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch nur, weil halt sehr viel Neues kommt. Zombies sehen halt um einiges anders aus. Das macht das halt schon. Also die Bilder, die ich so mal gesehen habe, die sehen toll aus. Echt sagen. Nur schade, dass was ich da beim Überfliegen gelesen habe. Damals hieß es ja, in der Alpha 19 sollten ja die Vehicle-Mods kommen, ne? Für die Autos und Motorräder Mods halt. Da wurde ich jetzt wieder auf die Alpha 20 verschoben. Aber gut. Das finde ich jetzt persönlich nicht so tragisch. Ich kann da dran. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ne? Na gut, nehmen wir mal so hin, ne? Okay, die Wrench können wir verkaufen. Wir haben bald schmutziges Wasser drin. Okay, das war gerade von oben, ne? Wahrscheinlich gerade irgendjemanden bei irgendwelchen Geschäften gestört da oben. Bei irgendwelchen Aktivitäten. Ich komme noch gleich. So komme ich doch nicht endlich ran, was soll denn der Blödsinn? Immer diese Vordringler, ne? Ätzend. Boah. Dankeschön. Dann hier wieder hochlaufen hier. Jetzt bin ich eigentlich auf der Etage, wo ich wollte, ne? Wo wir noch zu Gange waren. So, können wir weitermachen hier. Hier waren wir noch nicht. Wo haben wir stehen geblieben? Einfach 19. Genau darüber. Bisschen teilen. Mal gucken. Wird das bestimmt denn da ein bisschen professioneller starten? Hätte ich hier was übersehen. Aber jeder Anfang ist schwer und steigern uns halt hoch. Steigern uns dann nach und nach, ne? So ist das halt. Aber mir macht halt einfach tierisch Spaß. Doch genug von den Blödsinn gequatscht. Hier sind alles, wenn ich schleimen will hier oder so. Gehen wir es doch noch durch hier. Das Gebäude. Ah ja, aber Knochenbruch von dem Vieh. Rucksack. Jetzt hast du es gesehen.
So, einmal durchgehen. Das können wir weg. Den können wir weg. Den verändern wir. Dafür geben wir ein paar Kröten. Dafür geben wir auch ein paar Kröten. Ändern. Aber gut ist. Weiter geht's. Bis jetzt noch nicht ein Tresor, ne? Mit den ganzen Bildern, die wir gefunden haben. Also schnell beim Vorbeigehen. Zack, zack. Hier keine Möglichkeit aufs Dach. Bisschen merkwürdig. Ah ja, gut. Hier waren wir doch noch nicht, oder? Doch, da wurde ich geschossen. Aber. Ach, okay. Ja, nee, schon gut. Jetzt haben wir das Grüßen, ne? Da war der Rocker drin, ne? Hat nur gewundert, weil wir halt die Tür noch aufklappen mussten, ne? Aufkloppen, nicht klappen. Brach ist doch auch ein schwieriges Ding. Auch nicht aufkloppen müssen. Gut, für Messingwasserhähne hat sich das hier alles gelohnt, ne? Glas. Mich halt bloß so absolut wundert, ist, dass hier ist hier gerade nirgends einen Hauptblut gibt, ne? So, nichtsdestotrotz, ne? Gehen wir. Ja, so ist das, wenn man zu doll springen kann, ne? Kriegen wir das hin? Kriegen wir das nochmal hin? Okay. Tatsächlich. Eben gerade unten gelesen, irgendwas mit Meisterbeute. Ja, gut, keine Ahnung. Was ich da gerade gelesen habe, ne? Schluck Kaffee. Ja, gut. Mal durch, ne? Heißt der hier, verfolgt seine Beute. Ah. Ah. Okay, gut. Wissen wir, was los ist, ne? Der Meisterjäger. Jawohl. Ganz kurz den Mülleimer durch. Den nehmen wir auch noch mit. Stühle nehmen wir jetzt nicht mit. Müll einmal durch, vielleicht finden wir noch das ein oder andere Rezept. Oh, und einen Beruf brauchen wir nur noch, glaube ich, ne? Dann haben wir alle durch. Okay, das war's. Sind wir damit schon durch? Wird doch schneller, ne? Als ich gedacht habe. Jetzt habe ich damit gerechnet, dass wir ein paar Minütchen brauchen. Aber ja, ich denke mal, dann ist das so. Dann würde ich jetzt aber gerne mit euch hier reingehen, ne? Habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ein bisschen Sprit mit. Wie heißt das kleine mal? Essen Guess. Genau. Gehen wir mal rein.
Genau, das soll ich befürchten. Ne? Aber komm. Ey. Das war dieselbe Getränke, Alter. Hammer. Ich hier heute so von mir gebe. Da geht's wieder nach draußen. Oh. Oder so ran? Schade, nee, ne? Oh, eine miese, fiese Kiste hier. So weit hoch, ne? Einmal Rezept. Na ja, gut, kommt. Kannst du irgendwo was nehmen, ne? Oh, sorry, Nase juckt. Hör auf, da gegen die Karre zu hauen. Genau deswegen solltest du aufhören, dagegen zu hauen. Oh, ging aber schnell hoch, wa? Boah. Aber Glück, dass ich gerade nicht in der Nähe war. Jedenfalls nicht so übelst dicht. Blöder Drecksack, ey. Ey, der hat da nur ein, zwei Mal gegen gehauen, ne? Dann war's das schon. Übel. Das, oh, ich hab schon Teile. Und die haben wir noch nicht reingeguckt, ne? Geh mit. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Das weiß ich so, dass wir die Teile brauchen, aber. Nur noch alles verrale, ne? Wo bist du denn jetzt gekommen? Heile, ne? Ja, genau. Jetzt kriegen wir, wenn wir den reparieren. Na gut. Und sich ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Auch ein paar mechanische Teile. Jupp. Gut, ne? Dann. Oh, ich weiß, kommt von draußen rein. Nur noch Ferrari. Und jetzt stellt euch mal vor, wie wenn jetzt noch mit einem Bogen rumlaufen oder so, ne? Der geht gar nicht mehr. Schalldämpfer. Hier, die ist gut. Kriege ich die hier noch mit rein? Jawohl. Verändern. 323 Damage, ne? Kiste hier wird richtig böse langsam. Das hier verstehe ich überhaupt nicht. Dieses verschwommene auf der Schrift. Also ich kriege es auch nicht weg. Mikrowelle wollte ich, ne? Nicht das da oben. Krieg's einfach nicht weg. Ist und bleibt bei mir verschwunden. Also wir haben uns noch nicht mal im Auto leer gemacht, ne? Die viel Beute haben wir nicht gekriegt, ne? Finde ich eigentlich ein bisschen schade irgendwie. Da mal ehrlich bin. Oh ja, falsche Taste. Ne? Komm, die brauchen wir nicht mehr. Das kann sowas von weg, damit brauchen wir gar nicht mehr anfangen hier. Okay, das war schon, ne? Irgendwas übersehen? Ja, genau, erschlagen von Stoff. Naja, was soll's.
Bitte, das war's. Da habe ich mir jetzt ein bisschen was Besseres vorgestellt, da unten drin. Wobei, okay, hier ging's, ne? Wo ich mir eigentlich was Besseres vorgestellt habe, war von dem Hotel. Okay, Leute, ich fahre nach Hause, wir sehen uns da wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr diese Folge schaut. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao!